Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Wir sind verbunden in der Kraft der Schöpfung Gottes, der Auferstehung Jesu Christi und der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und die nächsten Augenblicke und Herztöne und Pulsschläge gehören Gott und dir. Nimm dir Zeit für ein Gebet. Herzlich willkommen aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Schucklert und ich bin Pastor hier in unserer Gemeinde. Und das ist unser Lebenszeichen, Hashtag Lichtermoment, der kleine Gottesdienst für zwischendurch und mittendrin. Wenn der Hai aufhört zu schwimmen, dann stirbt er. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt, um Wurzeln zu schlagen, verdorrt es. Wenn die gute Absicht nicht ins Tun kommt, dann ist sie schon verreckt. Ach, man müsste einfach mal. Naja, aber so einfach ist es gar nicht, vom Hören und Wollen ins Tun zu kommen. Zu viele wollen von uns, dass wir auf sie hören und dann tun, was sie sagen. Naja, und wir haben doch schon selbst genug damit zu tun, unsere guten Vorsätze und mühsam erarbeiteten Erkenntnisse in Taten umzusetzen. Ernsthaft, Sport ist wichtig, aber die Couch gemütlicher. Gesunde Ernährung ist wichtig, aber die Currywurst leckerer. Das Klima ist wichtig, aber das Auto bequemer. Die Weltmeere ertrinken in Plastik, aber die eingeschweißte Gurke ist halt hygienischer. Beten ist wichtig für die Seele, aber der Fernseher ist lauter. Und sollte es uns tatsächlich mal gelingen, irgendeinen guten Vorsatz umzusetzen, ja, dann kommen die anderen. Und sagen und wir hören, ach, das hältst du doch eh nicht lange durch. Das nützt doch auch nichts mehr. Wem willst du denn was beweisen? Denk dran, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Komm erst mal in mein Alter, das haben wir doch noch nie so gemacht. Ja, und was da der demotivierenden Sprüche halt noch mehr sind. Und so wird dann eben verschüttet, niedergetrampelt, versenkt, erstickt und zerredet, was an guten Absichten und Erkenntnissen vielleicht in uns gewachsen ist. Und das noch so wütende, ins Auditorium gebrüllte How dare you von Greta Thunberg damals vor der UN, das lächeln wir doch mitleidig in die Bedeutungslosigkeit, statt es vielleicht als Spiegel der Selbsterkenntnis auszuhalten und in ein rettendes Tun umzumünzen. Und deshalb hier mal ein mutmachendes biblisches Wort für den Tag aus dem Brief des Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das ich, also Gott, in euch gepflanzt hat und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ja, Jakobus geht davon aus, dass Gott in uns etwas gepflanzt hat, das die Kraft hat, uns selig, also glücklich, erfüllt und heil und gesund zu machen. Es gibt anscheinend so eine Art göttliche Genetik, die uns am Leben erhalten möchte und die weiß, was wir dazu brauchen.
So wie der Hai, ohne darüber nachzudenken, weiß, dass er sich bewegen muss, wenn er nicht sterben will, so wie im kleinsten Samenkorn alles enthalten ist, was es zum Wachstum braucht, so wissen wir, wenn wir ganz ehrlich sind, was uns gut tut und was uns schadet. Allerdings fällt uns hier auch schon das Hören schwer. Und wer nicht hören will, der muss ja bekanntlich fühlen. Und Gefühle sind trügerische Gesellen. Aber der Selbstbetrug liegt darin, dass wir uns vor einen Spiegel stellen, uns anschauen und dann meinen, wir hätten gesehen, wer wir sind. Wir sehen uns nämlich oft schon so, wie andere uns sehen sollen oder überprüfen, ob wir so aussehen, wie wir bei den anderen ankommen wollen. Weil wir nämlich mehr auf andere hören als auf uns selbst oder auf den, der uns erfunden hat. Ja, und so haben wir uns selbst, unsere Seele, unser Innerstes, um das es ja eigentlich geht, überschminkt und hinter viel Maske und Make-up verborgen. Und doch hat Gott den Menschen etwas Wundervolles eingepflanzt, nämlich die Fähigkeit zu einem Perspektivwechsel. Indem wir dann von Jesus lernen, unser Leben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einfach mal mit den Augen Gottes zu sehen. Und das heißt eben bewahrend, schützend, liebend, achtsam und nicht zornig, wütend, vernichtend, zerstörend. Wer die Kraft des Heiligen Geistes in sich entdeckt und wachsen lässt, der hat in sich eine Quelle, die uns hilft, nicht auf der Strecke zu bleiben und zu verdursten. Vielleicht hilft da eine ganz einfache Frage, die einen solchen Perspektivwechsel mit sich bringt. Wer will ich einmal gewesen sein? Wer willst du einmal gewesen sein? Was sollen die Leute mal über mich oder über dich sagen? Was soll auf deinem und auf meinem Grabstein stehen? Von dieser Frage her kannst du dann deinen Zielen und Wünschen und Träumen entgegenwachsen. Gemeinsam mit anderen, die das auch tun, zum Beispiel in einer starken christlichen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Vision. Dann kannst du ganz bei dir bleiben und bei dem, was Gott in dich hineingepflanzt hat. Und du musst nichts darstellen, was du nicht bist. Du musst weder dich noch andere täuschen, weil du gut so bist, wie du bist. Gott hat diese wundervolle Gabe des Perspektivwechsels in uns hineingelegt, dass er uns hilft, aus dem Hören über das Wollen zur Tat zu kommen. Vielleicht hilft uns ja dieses Gedicht von Anne Magdalena Weber, einer der Gewinnerinnen des Lyrikswettbewerbs des Deutschlandfunks aus dem Jahre 2015, mit dem Titel Ach, man müsste mal. Und dieses Gedicht geht so. Man müsste mal die Perspektive wechseln auf sich und diese Welt. Denn das, was ist, ist nicht immer das, wofür wir es halten. Wir sind nicht immer, wer wir behaupten zu sein. Und auch wenn es nie wirklich objektiv wird, der Mensch ist ein Mensch und keine Kamera. Man müsste mal die Perspektive wechseln. Man sollte mal die Perspektive wechseln und nicht immer nur so tun, als sei man selbst der Größte oder als sei ein anderer Mensch der Größte. Letztendlich sind wir doch alle klein. Und wenn wir die Welt und den Zufall und das Universum zu beherrschen meinen, da sind wir doch nichts. Und die Wolkenkratzer sind nur Türme zu Babel und ein kläglicher Versuch, so zu tun, als wären wir mehr als ein mittelgroßes Nichts, das sich um die Sonne dreht. Man sollte mal die Perspektive wechseln. Man könnte mal die Perspektive wechseln und nur einen Augenblick so tun, als wäre man der Mann im Mond. Und schon ist die längste Mauer nicht mehr als nur ein Haar und der mächtigste Herrscher nicht mehr als ein Staubkorn, ein kleiner Haufen von noch viel kleineren Atomen. Und plötzlich wären so viele Probleme, die wir hätten, so nichtig und die Unterschiede so klein zwischen den Menschen. Du kannst die Perspektive wechseln und nur im Traum einmal den Mond betreten. Schau dir die Erde an, wie klein sie ist und zierlich, wie zerbrechlich und doch wie schön. Ein kleiner Flecken Leben in der Dunkelheit des Universums. Ein kleiner Fleck, der alles ist, was wir haben. Und auch wir sind nichts als noch kleinere Wesen, die sich einbilden, die Größten zu sein.
Wechsel die Perspektive einmal nur, wie im Traum, um festzustellen, wie kostbar diese Welt ist, wie schön und wie beschützenswert. Manchmal muss man die Perspektive wechseln, um festzustellen, wie klein wir sind, wie klein diese Welt ist und wie schön es trotzdem ist, ein kleines bisschen zu sein in der Unendlichkeit des Universums. Ich möchte mit uns beten. Guter Gott, danke, dass du uns einlädst, immer wieder die Perspektive zu wechseln, dass wir uns nicht nur von außen anschauen, wie uns andere haben möchten, dass wir nicht immer nur von innen sehen, wie wir das Außen haben möchten, sondern dass wir uns mit deinen Augen sehen, mit den liebenden Augen eines Vaters, der sich um uns sorgt, mit den liebenden Augen Jesu, der uns einen Weg zeigen möchte, den wir gehen können, und mit den liebenden Augen eines Heiligen Geistes, der uns immer wieder begabt, befähigt und begeistert. Herr, lehre uns immer wieder neu die Perspektive zu wechseln, auf dass wir vom Hören über das Wollen zum Tun kommen und dass wir nicht versacken in der Langeweile, in der Genügsamkeit, in der Überforderung oder in der Übersättigung dessen, was uns von außen alles herangetragen wird. Lass uns genügen an dir und dann entdecken, dass uns diese Welt genügt, dass ich genüge, so wie ich bin. Das ist Evangelium für uns und für heute. Gelobt seist du dafür in Ewigkeit. Amen. Inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain come tumbling down. Pulling weeds, picking stones, we are made of dreams and bones. Feel the need to grow my own, for the time is close at hand. Grain for grain, sun and rain, find my way in nature's chain. Tune my body and my brain to the music of the land. Inch by inch, row by row, inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes. Ich lade ein, dass wir gemeinsam mit den Worten Jesu beten, die er uns vorgeschlagen hat, wie wir beten sollen und können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht, als geliebte Menschenkinder Gottes, die nächsten Schritte in euer Leben. Und Gott segnet dich und behütet dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Er erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.